Und hi auf meinem Kanal. Ich bin Natalie und bei mir dreht sich alles ums Selbermachen. Und heute zeige ich euch, wie ihr diese süßen Drahthäschen ganz einfach selber basteln könnt. Ich finde ja, die Häschen eignen sich hervorragend als Osterdeko, zum Aufhängen auf den Osterstrauch oder hier an so ein Stäbchen gesteckt, in einen Blumentopf mit Frühlingszwiebeln drinnen, ein perfektes Mitbringsel oder Geschenk für Ostern. Ihr braucht gar nicht viel, um solche Drahthäschen zu basteln und es geht auch relativ schnell. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Zum Basteln der Drahthasen braucht ihr einen Stoffrest, vorzugsweise Baumwolle, einen Stift, eine Zackenschere, ein Stickgarn mit Nadel, eine Füllwatte, einen Basteldraht, einen Seitenschneider, einen Eisendraht im Durchmesser von 1,2 mm, eine Heißklebepistole und Perlen oder Dekomaterial, um die Hasen zu verzieren. Ich habe mir eine Schablone angefertigt, damit mir am Ende, wenn der Hase fertig gebogen ist, so wenig wie möglich an Drahtverschnitt übrig bleibt. Wollt ihr auch meine Vorlage verwenden, dann schreibt mir das doch einfach gerne in die Kommentare. Ich schneide mir also vom Draht 60 cm ab. Wir beginnen damit, uns den Kopf zu formen. Dazu legt euch einfach so eine Schlaufe und zieht dann gleichmäßig an den Enden so lange, bis der Kopf eine schöne Form hat. Zum Formen des Kopfes könnt ihr euch auch einen runden Gegenstand, wie hier einen Flaschenhals, zur Hilfe nehmen. Wichtig bei dem ersten Schritt hier ist, dass die Drahtenden gleich lang bleiben. Ich teste dann immer wieder mal, wie gut das mein gebogener Kopf schon mit der Vorlage übereinstimmt und ziehe, wenn nötig, noch ein bisschen nach. Passt der Kopf? Dann zwirbele ich die Drahtenden einmal, zweimal, dreimal herum und schon ist der Kopf fixiert. Dann formen wir die beiden Arme. Dazu lege ich einfach meine beiden Finger hier auf den Draht und lege das Drahtende drumherum. Genauso mache ich das für den anderen Arm und lege auch hier wieder meine zwei Finger hin und biege den Draht herum. So hat man dann zwei gleich große Arme. Die beiden Drahtenden biegt ihr euch dann nach unten. Danach richtet ihr die beiden Ärmchen so, dass sie schön waagrecht liegen und eine schöne Form haben. Um die Ärmchen dann zu fixieren, verzwirbele ich auch hier wieder die beiden Enden zweimal. Danach lege ich mein gebogenes Stück auf die Vorlage und beginne die Beine vom Hasen danach zu biegen. Dabei knicke ich die beiden Drahtenden an der Ferse nach außen. Auch bei den Füßen mache ich es dann wieder so wie bei den Armen und wickle den Draht um meine beiden Finger. Nur noch das überstehende Drahtende mit dem Seitenschneider abschneiden und schon ist das Gestell für den Drahthasen fertig. Ihr seht also, mein Drahtabfall ist ziemlich klein und ihr habt vor allem auch nicht das Problem, dass euch der Draht zum Schluss zu kurz wird. So eine Schablone lohnt sich also. Als nächstes kleiden wir den Hasen ein. Dazu schneide ich mir hier diese Latzhose aus der Vorlage aus. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach so eine Vorlage selber zeichnen. Dazu legt ihr einfach den Hasen aus Drahtgestell auf ein Stück Papier und zeichnet dann im Abstand von 1 cm rundherum. Aus dem Umriss könnt ihr euch dann so eine Latzhose oder ein Kleidchen zeichnen. Nehmt euch dann euren Baumwollstoff und legt ihn rechts auf rechts zusammen. Legt die Schablone auf den Stoff und schneidet den Stoff entlang der Schablone großzügig aus. Lasst die Stoffe übereinander liegen und zeichnet mit einem Bleistift die Konturen der Schablone nach. Greift dann zur Zackenschere und schneidet außerhalb eurer gezeichneten Linie entlang. Gebt die beiden Stoffstücke auseinander und legt sie so zusammen, dass die schöne Stoffseite außen liegt. Die Latzhose kann jetzt an das Drahtgestell vom Hasen angenäht werden. Schneidet euch dazu einen Faden von einer Länge von 35 cm ab und verknotet das Ende. Legt hinter das Drahtgestell ein Stoffstück. Die schöne Seite liegt außen. Stecht mit der Nadel neben den Hals durch den Stoff, so dass der Knoten innen liegt und später nicht sichtbar ist. Legt das andere Stoffstück exakt oben drauf und beginnt dann einfach, die beiden Stoffe miteinander zu vernähen. Näht mit dem Garn an der Stoffaußenkante entlang. Wie weit ihr dabei die Stiche auseinandersetzt, ist Geschmackssache. Um den Körper des Hasens etwas lebendiger wirken zu lassen, könnt ihr das Kleidungsstück mit etwas Watte ausfüllen. Dazu stopft ihr ein bisschen Watte
zwischen die beiden Stoffteile. Auch hier ist es wieder Geschmackssache, wie dick das Bäuchlein vom Hasen sein soll. Näht dann weiter, bis ihr einmal komplett rundherum genäht habt. Das Fadenende muss natürlich verknotet werden. Ich mache es so, dass ich die Nadel an der Stelle aus dem Stoff treten lasse, wo später ein Dekostück aufgeklebt wird. So kann der Knoten einfach gemacht werden und ist später nicht mehr sichtbar. Zum Gestalten der Ohren nehme ich jetzt nicht den dicken Draht wie für den Körper, sondern nehme einen Basteldraht. Für die Ohren zeige ich euch zwei Varianten, einmal glatt und einmal gelockt. Für die gelockten Ohren nehmt ihr euch ein Stück Basteldraht und wickelt es um einen runden Gegenstand. Je nach Durchmesser von dem Gegenstand werden die Locken kleiner oder größer ausfallen. Zieht den Draht vom Gegenstand. Ihr könnt euch dann den Draht noch etwas in die Länge ziehen. Befestigt zunächst mal ein Drahtende der Ohren an den Kopf, indem ihr es einfach rundherum wickelt. Biegt euch das Ohr zurecht, so wie es euch gefällt, und wickelt dann den Draht noch einmal um den Kopf. Damit dann das Ohr schön hält, zwirbelt es einmal oder zweimal rundherum. Mit dem Drahtrest formt ihr euch das zweite Ohr und fixiert das Drahtende zwischen den beiden Ohren am Kopf, indem ihr es rundherum wickelt. Die Ohren noch ein klein wenig zurechtbiegen und schon ist der Hase fast fertig. Nehmt euch die Heißklebepistole zu Hilfe und klebt einen Knopf oder eine Blume oder sonstiges über das Knotenende auf. Somit wäre dieses Häschen fertig. Wollt ihr eure Häschen nicht aufhängen, sondern in einen Blumentopf oder ähnliches stecken, dann bringt einfach so einen Holzspieß an. Meine Stäbchen sind ca. 25 cm lang und ich gebe oben ein bisschen Heißkleber drauf und klebe dann das Stäbchen an das Drahtgestell. Der Hals vom Hasen soll frei bleiben, also klebt das Stäbchen nicht so weit nach oben hin an, damit ihr später noch genügend Platz habt, um vernünftig den Stoff mit dem Garn zusammennähen zu können. Das Annähen funktioniert genauso, wie ich es vorher ohne Stäbchen gezeigt habe. Näht einfach mit dem Garn über das Stäbchen drüber. Für die glatten Ohren nehmt ihr euch wieder ein Stück Basteldraht, wobei ihr euch aber diesmal doppelt nehmt. Befestigt die Drahtenden an den Kopf vom Hasen, indem ihr die Enden einfach drumherum wickelt. Biegt euch das Ohr so zurecht, wie es euch gefällt und zwirbelt es dann ein, zweimal um sich selbst, um es zu fixieren. Biegt euch dann noch das zweite Ohr zurecht und dreht es wieder ein bis zweimal um sich selbst, um es zu fixieren. Den restlichen Draht wickelt ihr ein bis zweimal um den Kopf und schneidet ihn dann mit dem Seitenschneider ab. Somit hat auch dieser Hase seine Ohren bekommen. Mein Hasenwurf ist vollzählig und fast fertig. Sollten die Ohren etwas locker sein, dann fixiert euch das einfach mit einem Klecks Heißkleber. Wollt ihr die Hasen aufhängen, dann nehmt euch einfach ein Stück Schnur, Band oder Kordel, fädelt es zwischen den Ohren hindurch und verknotet die beiden oberen Enden. Und voilà! Fertig sind die selbst gebastelten Hasen aus Draht. Hat euch mein Video gefallen? Dann drückt doch die Glocke und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt voilà!